glaube, ich weiß, was das ist. Weil es, glaube ich, drinnen im Haus. Ich weiß. Das ist ein Lenkrad oder so. Treppen kann sich dann da draufsetzen und dann geht das automatisch hoch und runter. Und dann sieht das so aus manchmal, ob man schwebt wie eine Wolke. Treppenlift. Ach, Treppenlift! Also die jetzt vielleicht nicht mehr so fit sind, müssen jetzt nicht alt sein. Die Menschen, die eine Krankheit haben und nicht laufen können. Meine Oma zum Beispiel, die kann ja nicht mehr laufen. Ja, dann ist man auch nicht mehr so fit, deswegen ist es auch nicht schlimm. Weil früher waren die Leute bestimmt auch fitter. Ja, es ist schon eine Hilfe. Also, dass man weiß, wenn es kaputt geht, ist zwar blöd, aber dann bekommt man es immer wieder neu. Am besten kann jemand das reparieren, wer das auch selbst gebaut hat. Dann könnten Arbeiter kommen und die immer wieder reparieren, wenn es kaputt geht. Die müssen dann bei ThyssenKrupp anrufen. Also immer weiter, also ich weiß nicht, ob es zu lang wird. Noch länger als so lang. Für immer. ThyssenKrupp baut Treppenlifte.